Jojojo, was geht ab, Leute? Senat Gashi hier. Wir haben heute den Kampf, beziehungsweise den Tag vor dem Kampf. Wir gehen jetzt gleich zur Waage. Wir sind hier in Leverkusen. Mit dabei natürlich neuer Trainer Halim Abasi, Lima Lima, Laumo und mein ehemaliger Trainer Norbert Reinhammen ist da. Später kommt noch ein Trainer, Jupp. Oh mein Gott, Leute, wir haben drei Trainer, das wird ein Vierer. Ihr wisst Bescheid. Und wenn ihr euch fragt, wo ich diesen schönen Goldanhänger habe, dann hat mir Norbert geschenkt. Nein, nein. Die Vorbereitung ist super gelaufen. Wir freuen uns auf morgen, das zu zeigen, was wir die Tage gelernt haben. Wir erzählen einen neuen Senat. Also, wir haben schon sehr viel Kritik über das Auto bekommen, aber ich glaube, Norbert liebt das Auto. Nochmal ein riesen Props an die Rap Bros für die krasse Verlierung. Ja, ist ja auch ein Mazedonier, der gibt mal richtig Gas und fordert Senat. Jetzt auf Hinblick auf seinen Kampf in Johannesburg. Fit ist er, nur ich muss mir das Handy abholen. Das ist ja zu gestört. Ja, hi. Also morgen boxen wir um WBF-Titel und um WBC-Titel. Und ich freue mich auch, dass Senat morgen boxt. Senat hat im November in Südafrika, in Johannesburg, einen richtig super geilen Kampf vor sich. Weltmeisterschaft der WBC. Und ich werde mit Sicherheit mindestens als Zuschauer da sein. Danke, Senat. Danke, Dominik. Oder soll ich sagen Chris? Ja, sag besser Chris, weil das ist mein Name. Vielleicht schaffst du es auch mal irgendwann, das zu behalten. Klar, Dominik. Klar, Dominik. Also ich untersuche jetzt nochmal alle Kämpfer vor dem Kampf, am Tag vor dem Kampf, um zu gucken, ob außer dem Jahrescheck irgendwas neu dazugekommen ist. Ob Verletzungen da sind, ob irgendwas auffällt, was dafür sorgen könnte, dass die morgen nicht kämpfen können. Und dann, Leute, begann die Magie. Er schaut sich meine Augen an, meine Lippen. Es gefiel ihm sehr gut. Er schüttelte mir die Hand und plötzlich war es mehr. Er umarmte mich. Ich sagte ihm, ich bin hetero. Doch er sagte, du musst auf dein Herz hören, so wie ich auf dein Herz höre. Ich sagte, nein, ich will eine Frau. Er sagte, nein, wir müssen einen Lügendetektortest machen. Und ich war 100% hetero. Okay, also nach dem Check nichts Besonderes gefunden. Puls ist normal, Sauerstoff fast 100%, mehr brauchen wir nicht. Wie sind deine Kämpfer vorbereitet? Guten Tag, meine Damen und Herren. Erstmal, mein Name ist Felix Sturm. Ich habe mit Senat Gashi vor einiger Zeit Sparring gemacht. Da er einige Klicks braucht und noch ein paar Abonnenten, deswegen auf seinen Kanal gehen. Ringflänzer ist unterhaltsam. Klickt drauf, auch wenn ihr nicht mögt oder mich nicht mögt. Trotzdem, er braucht dringend diese Klicks und diese Info und diese Abonnenten. Deswegen bitte geht auf seinen Kanal. Und meine bitte Kämpfer, nicht, meine Kämpfer sind sowieso nicht immer gut. Bitte macht euch mal über uns keine Sorgen. Guck mal, wir haben Hamza. Hamza ist, lasst euch überraschen, außergewöhnlich. Ich meinte bitte nicht nur wegen Senat, nicht bei Senat klicken, nicht bei Senat klicken. Der löscht das bestimmt. Leute, auch wie gesagt, mein Gegner ist da und der General. Ihr könnt euch erinnern, was er gesagt hat, rechts, rechts. Bei der Rechten, rein, 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 bam, bam. Ich habe mir Gedanken drüber gemacht, er ist ja ein Össi und damals waren ja alle ziemlich rechts. Ja, hier ist nicht der General, hier ist ja Manfred Gebauer, der Boxtrainer beim Jupps Fight Team. Der Juppi nennt mich natürlich immer General, weil ich immer noch über ihn stehe, weil ich auch mal mit ihm zusammen trainiert habe. Er hat bei mir die Profikämpfe, der hat auch keinen Kampf verloren. Aber es war eigentlich schade, dass es nicht mehr so lange ging. Also ich würde vorschlagen, dass du ihn nur mal 4-5 Wochen probierst. Der wird dir so richtig den Arsch aufrasen. Das wird ihm ja richtig gut gefallen. Freust du dich mal auf die Veranstaltung? Ja, natürlich. Wenn du mir eine Karte gibst, ja. So Leute, wie gesagt, Trainer Jupp ist auch da. Und jetzt wird schnell umgezogen. Waage wird gemessen. Und auch die Zuschauer sind schon da. Ich erwarte, dass es ein guter Kampf wird und hoffe auf einen schnellen Sieg. Aber wir konzentrieren uns auf volle Rundenzahl und wenn das kommt, dann kommt's. Man darf sich nicht darauf, wie das so schön heißt, sich festlegen darauf. Hinter mir sind aggressive Engländer, ich werde sie zusammen so provozieren und die ganze Zeit schubsen. So, und das ist so, und das ist süchtig. Da geht nicht mal eine Provokation ein. Ich probiere es nochmal. Und dann muss man so gucken, weil das ist so und das geht da drauf ein oder immer noch nicht? Immer noch nicht. Scheiße, Leute. Ich kann den Typ nicht provozieren. Und ja, verdammt, Alter. Ich sehe zu gefährlich aus. Ich probiere es nochmal. Und dann läuft es so. Sorry, Mann. Kamera, Mann. Wir haben es geschafft. Sehr gut, sehr gut. Wir wollen eine Schlägerei provozieren, Leute. Das ist unser Ziel, Leute. Schlägerei provozieren. Ich werde ihn nochmal schubsen. Wo ist der? No, man. Sorry, man. So. Leute, keiner will zu mir schlagen hier. Das ist scheiße. Ich muss ehrlich sagen, in der Vorbereitung war ich nicht da. Ich war 7 Wochen in Urlaub.
Ich lasse ihn jetzt morgen im Ring entscheiden, wie es ausgeht. Er sagt, er ist gut vorbereitet. Komm mal her. Red hier an die Kamera. Wie bist du drauf? Ich bin sehr gut drauf. Ich fühle mich sehr gut. Morgen lassen wir die Fäuste sprechen und haben ein bisschen Spaß. Leider, ich konnte nicht dabei sein in der Vorbereitung, aber wir haben ein gutes Trainerteam. Er gibt sein Bestes. Inshallah. So, wir provozieren weiter die Schlägerei mit den Engländern. Es darf nicht so auffallen. Jetzt guckt er hinter mir schon. Ja? Und das, dieses Video ist so scheiße, ja? Ja? Was? Ne, hat's gemerkt? Jetzt ist er weggegangen. Fuck, Alter. Aber der wird kein Stress. Fuck, ja. Stress ohne Grund, Leute. Leute, er kommt wieder. We try all time to make a fight happen. Oh, I'm going. Wir müssen irgendwie so schwache Leute suchen, die wir schlagen. Hier den Kameramann, der kann es auch nicht werden. So, Leute, sorry, ja? Sorry. Nach euch, gehen Sie nach. Ins Bild rein. Box weg, Es geht nicht. Es geht nicht, Leute. Wer ist heute der Schönste auf dem Plakat? Der Schönste? Ich suche hier den stärksten Gegner, ich glaube, der Kleine. Okay, ich freue mich morgen auf den Kampf. Zeynep ist gut vorbereitet. Das ist ein unangenehmer Gegner. Zeynep selber ist ein unangenehmer Gegner. Und wir gucken, was morgen dabei rauskommt. Das Wichtigste ist, Zeynep ist topfit. Und morgen ist die erste Stufe, um seine Leistung zu sehen. Hier rüber. Ja. Ja. Ich schubse ihn gleich wieder. Auf jeden Fall was Schönes hier, auch die Araber sind hier sehr tolerant. Hier LGDBs ist live on fire. Habibi, schöne Tasche. Leute, auf jeden Fall, die Stimmung steigt. Amel und Ramiel sind da. Es fehlt nur noch Pamiel Anderson. Dann geht's los. Gesehen, der Gegner hat einfach 140 Kilo, aber er ist ein bisschen kleiner als ich. Mal schauen, wie es ist. Und ja, ich bin ready, Leute. Danke, Jupp. Ah, der Jupp blinzelt, aber es... Nochmal Dankeschön an alle Sponsoren, die das Ganze möglich machen. Ohne euch wäre das nicht möglich. Vielen Dank, Leute. Und jetzt geht's los bald, ne? Hier, Leute. Meine kleinen Fans versorgen mich mit Essen. Ob sie wollen oder nicht. Die Waage ist jetzt vorbei, da wir schön gearbeitet haben. Leverkusen ist mein zweites Zuhause. Jetzt gehen wir ein bisschen schön grillen, was ein bisschen Fleisch essen. Bevor es zum Grillen geht, wird hier noch was geholt. Dann, Leute, gab es was Kleines. Feinen italienischen Käse von dieser Dame. Oder auch hier auch von Sardinien. Sardinenkäse, unglaublich lecker. Simsalabim, ich zeigte mein Ding. Wir waren bei Halim seiner Familie und da wurde auch gegrillt. Sein Cousin empfing uns und auf dem Grill gab es super Sachen. Es gab leckere Currywurst, Würstchen, lecker. Leute, das Essen ist da. Wir sind gespannt, ja? Sinat, mach noch ein paar Bilder vom Handschuh, bevor du eine Minimum Soße. Oh, shit. Welcher Handschuh?
der macht dir doch schon was zu hören, ne? Hast du was gesehen? Trüffelkäse, Digga. Ja, wo hast du den jetzt? Aus Sardinien. Oh. Ein guter Gastgeber kommt natürlich mit Geschenk. Ah, das war lecker. Der ist wirklich sehr lecker. Du hast es probiert. Lass uns. Und das, Leute, war unser Tag. Ja. Es war sehr viel Action. Wir sind jetzt hier im Hotelzimmer. Wir sehen uns morgen bei dem Event. Da geht's weiter. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Wir haben jetzt endlich den Kampftag mit dabei. Alle Leute, die man sich vorstellen kann. Und es geht los. Wir sind in der Ostermann Arena. Bist du aufgeregt? Ja, ich war schon 16 Mal pinkeln. Hallo. Hey, hey. Ich hatte jemand hier geküsst. Du hast hier Knutschfleck. Ich bin gleich da. Ich gehe nur kurz meinen Sponsor begrüßen. Ne? Ich muss nur kurz Hallo sagen. Hi, ich bin Janne, ich bin der Geschäftsführer von Legisania und wir supporten gerne lokalen Sport und heute sind wir hier mit Senna. Bis später. Was machst du? Bruder, seit heute Morgen meine Box habe ich ohne Essen gelassen. Gott sei Dank hat mein Freund von mir hat ihr Essen aus Frankfurt hier hingebracht. Er will nur ein Chewab essen, er will gar kein Pizza machen. Work from trouble, ja. Was steht jetzt an? Jetzt steht an Bandage machen. Jupp ist hier. Der Meister für sowas. Und auch heute was zum Kameramann. Wir haben den Lukas hier, das ist der Neffe von Wolfgang Petri. Alles für Klicks. Alles für Klicks. Hey, guck mal, das ist der beste Name. Senat, alles für Klicks. Alles. Gashi. Glaub, von Gashi Garden Senator, nehmen alles für Klicks. Benennen deinen Kanal und alles für Klicks. Glaub ich, alleine mit dem Namen, hör mal, kriegst du direkt nochmal 10. Ach, du hast 110.000 neue Abonnenten. Vertrau mir da. Ich hab einen Namen für Felix, alles oder nichts. Ey, warte mal. Ich hab jetzt 105 Videos auf YouTube. Wie viel hast du? Wie viel? Ich hab 105. Wie viel hast du? 100 was? 105 Videos hab ich auf YouTube. Wie viel hast du? 106. Nee, ich glaube, du hast was um die 366 her. So geht das. Das ist mein größter Fall. Das ist mein größter Fall. Wann ungefähr fängt man an, sich warm zu machen vor dem Kampf? Am besten vor dem Kampf. Oder warum gibst du nie normale Antworten? Ja? Also ich sag ganz ehrlich, man soll sich am besten unmittelbar vor dem Kampf warm machen. Okay. Und dann direkt in den Ring reingehen und seine Arbeit machen. Dieses Warten nach dem Warmmachen, das ist so ein psychischer Druck für jeden Kämpfer, egal wer. Man will warm machen und auch mit dieser Pratze oder Tatzenwärme will man direkt in den Ring reingehen und seine Arbeit machen. Jede Minute, die man in der Kabine länger verbraucht, das ist ein psychischer Druck. Zieht Energie, ja. Was ist deine Prognose für den Kampf heute? In erster Linie. Servus, hallo. Servus. Was brauchst du? Juppie, wieso darf er reden, wenn man hier? Kann er nicht einmal mal Mund halten? Weil ja, kannst du mal aufnehmen, was der Veranstaltung ist. Ja, nimm auf. Seh mal, da. Der ist wie Kalaschnikow ist der. Kalaschnikow. Aber Jupp ist alte Hase, der schaltet ab. Und am Ende sagt er zu Senat nach 20 Minuten, wenn er geredet hat, okay. Was hast du gesagt? Ah, ne, okay, ja. Okay. Die Veranstaltung läuft wunderbar, genauso wie erwartet. Ich freue mich, bis jetzt haben wir wirklich gute Kämpfe gehabt. Und ja, jetzt haben wir eine Pause. Jetzt kommen natürlich die 5 letzten Kämpfe. Davon versprechen die Zuschauer noch mit am meisten. Ja, jetzt geht es hier in die Vorbereitung mit Senat. Und ich hoffe, der zeigt gleich, was der drauf hat. Ja? Der Druck steigt, weil ich muss auf Toilette. Bandagen sind gemacht, jetzt wird schon gezogen, dann langsam erwärmt. Wie erwärmst du dich? Wärmekissen? Guck zu. Wie ist das eigentlich bei so einem Wettkampf? Musst du eigene Handschuhe mitbringen oder bekommst du die gestellt? Nein, der Veranstalter muss die Handschuhe stellen und sogar bei Titelkämpfen müssen beide Boxer die gleichen Handschuhe haben. Wie viele Unzen kämpft ihr? Also Wettkämpfen immer mit meiner Gewichtsklasse mit 10 Unzen. Das ist eine Unze ist ungefähr 28,35 Gramm. Und in den Gewichtsklassen unter 90 Kilogramm sogar mit 8 Unzen. Sehr gefährlich.
Wie kannst du ein Video von Senat Gashi drehen, ohne mich zu zeigen? Das Video muss doch interessant sein. Warum bist du heute hier? Wir sind heute hier, um unseren Bruder Senat Gashingan Gashi zu unterstützen. Wie soll er den Kampf gewinnen, wenn er weiß, sein Rücken ist nicht da? Deswegen, wir sind hier, unser Bruder Senat ist auch am Start. Falls, was wir nicht glauben, er den Kampf verlieren sollte, laufen wir in den Ring und dann klären wir das auf andere Art und Weise. Warum bist du heute hier? Wir sind heute hier, um unseren Bruder Senat zu unterstützen. Der Bruder Senator, einer der besten Boxer, ein sehr guter Bruder von uns. Und wer den Bruder nicht supportet, immer schwach, wer seinen Bruder nicht supportet. Wir sind immer da, wenn Senat kämpft. Wallah, der hat sogar Merch gemacht aus diesem Senator. Eigentlich hab ich Patent drauf. Eigentlich muss der... Man denkt, der liebt uns. Eigentlich muss Senat mir 40% davon abdrücken, weil ich habe ihn getauft auf diesen Namen. Lieber Schkrat, den ich auch. Soll ich PayPal geben? Soll ich dir PayPal geben oder nicht? Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, wir sind hier, um Senat zu supporten. Senat ist ein sehr guter Bruder. Wir haben schon sehr oft mit ihm trainiert, wir haben auch viel von ihm gelernt im Boxen. Ein, zwei Mal habe ich ihn natürlich Windel weich geprügelt, aber das ist eine andere Geschichte. Ich auch. Entschuldigung. Wir wünschen natürlich heute sehr viel Glück. Wir werden heute Welle machen für ihn. Und freuen uns, wenn Senat natürlich den Sieg nach Hause bringt. Wie man sieht, hat er auch eine richtig geile Ecke. Sehr bekannte Leute, gute Trainer, gute Leute. Und wir freuen uns auf den Kampf einfach und supporten das Ganze, wie immer. Ich weiß nicht, das schon. Ja. Der Freshe. Ja, Leute. Der Bestaussehendste hinter der Kamera, Rafael de la Fuente, aka Lukas. De la Fuente. Guck mal, das ist sein echter Name. Du bist jetzt aka der Neffe von Wolfgang Petrich. Nein. Bruder, wo holst du immer diese geilen Klamotten? Die sind geil, ne? Roller, das ist schön. Das ist so eine Firma aus England. Und sie komplettes Outfit kaufen. Ach so, das haben wir den anderen fertig. Stimmt, da haben wir geredet. Ja, reich Leute lassen sich immer Sachen anfertigen. Nee, das kostet nicht viel. Bruder, ist das nicht zu schade, so schnell würde die Leute kaputt schlägst, so viel Geld für die Klamotten auszugeben, Alter? Ja, das ist... Der kauft, bezahlt, der wartet so lange auf diese Klamotten, damit er reingeht, nach 20 Sekunden wieder rauskommt. Wir fahren eine Stunde, damit der 10 Sekunden einen kaputt haut. Wie lässt der Gegner so gut? 140 Kilo, so auf 10 Kämpfe, auf 10, was kann er denn? 140 Kilo, der kann gar nicht gegenziehen. Das ist einer, der so schwer ist, kann gegen Senat nicht gewinnen. Dafür ist er zu schnell, zu wendig. Ich habe ihn ja auch mal kaputt geschlagen, der war nicht schlecht an dem Tag, ja? Sag mal ganz ehrlich, eine Frage. Das allererste Mal, wo du auf Senat zugetroffen bist, hast du nicht erwartet, dass der klein ist? Bruder, ich denke mir so, okay, der ist so kleiner als Senat, dachte ich mir sogar. Ne? Oder auf einmal, der steht vor mir, der ist so groß wie ich, den willst du dich verarschen, Bruder? Gehst du extra gebückt, damit die Leute dich unterschätzen? Der ist so groß wie ich, der groß bist du, der sagt, ich habe auch echt gedacht, dass der klein ist. Warum denn, der ist klein? Aber das weiß man, das Ding, weil der immer gegen 2 Meter wird. Aber das ist besser so wie andersrum. Manchmal sehen groß aus, siehst du nicht? Mean Man! In dieser Phase des Warmmachens habe ich jetzt alles erwärmt. Ich habe alle Schläge langsam wiederholt, von beiden Auslagen alle aktiviert. Und alle Schläge nur auf Wennerlicht. Und gleich kommt die Pratzen. Oder wir gehen zu den Pratzen. Und wenn du jetzt gleich Pratzen machst, so vor dem Kampf, ja. Ist das damit richtig Eskalation oder ist das so ein bisschen Pratzen? Nein, nur locker erstmal schön warm machen, vielleicht ein paar harte Hände, ein bisschen Gefühl bekommen, auch für die neuen Handschuhe. Das sind 10 Unzen, ich muss da ein bisschen aufpassen, ich kann da nicht zu fest knallen. Wir kennen das ja aus deinem Gym, dass der Boxring extra so ein bisschen kleiner ausgerichtet ist, um wenig Distanz zu kämpfen. Ja. Fühlst du dich hier genauso wohl zum Warmmachen? Ja, mir macht das nichts aus. Ich muss nur gucken, ich hasse es, im großen Ring zu kämpfen, aber ich werde mich... Mein Plan ist, mich in der ersten Runde ein bisschen zu bewegen, ein bisschen daneben schlagen zu lassen und dann auf Infrared kommen zu lassen. Ne? Aber ich weiß, er hat auch eine gute Kelle. Was ist deine Prognose? Bruder, wie er schon gesagt hat, er ist, kämpft gerne in kleineren Ringen. Wahrscheinlich wird er den Gegner jetzt... Der Ring ist aber klein. Das ist kein großer Ring. Was? Das ist der kleinste von der mindestens. Wahrscheinlich wird er den Gegner so provozieren, dass er zwischendurch daneben haut, damit er jetzt diesen Jagdinstinkt aktiviert. Weil wenn man daneben steht, sieht man dumm aus. Das will er ja. Der will den Gegner so locken, dass er auf eine Schlägerei einlässt und dann haut er ihn behindert. Wenn du dich mit 100 Gashi auf eine Keilerei einlässt, verlierst du. Normal hat er so einen krassen Namen. Auf den ging doch ja alles wegen Tolga. Der hat doch einen Teiler gelegt. Also am Anfang erstmal lockere Schläge, alles aktivieren, Gelenke, Schläge aktivieren, Gelenke lockern, vielleicht ist das. Jetzt kommen zwei Jungs, jetzt muss ich ein bisschen fester hauen, dass sie sehen, wer hier der King ist.
Mann hinten linken Hand hinterher. Ausatmen. Was sind deine letzten Worte jetzt vor dem Kampf? Showtime. And now, ladies and gentlemen, the red corner, meine Damen und Herren, die rote Ecke. 33 Jahre ist der Jungpartiger von Wiegen. 105,0 Kilogramm auf die Waage und misst 1,84 Meter. Er ist Profi seit 2014. Sein Kampfrekord 30 Kämpfe, 26 Siege, 25 Mal gewann er durch K.O. aus zwei Punkten. No one and only, the Geschichtgarn, Senat Gashi. Und wir beide, guten Dank. 600 im Schwergewicht, seconds out, Ring 2, Runde 1, Round 1.
Was geht ab? Nicht viel. Wie war's? Ich denke, ich habe einen gut zum Körper getroffen. Ich habe noch die Nase durchgebrochen. Die Nase ist durch, ja, Nase ist durch, ja? Die Nase ist durch. Nase durchgebrochen. War schön, hat Spaß gemacht. Ich konnte ein bisschen üben. Natürlich war keine Gefahr. Aber muss man gucken. Ich bin jetzt auf mein nächstes Trainingslager gespannt. Da werde ich sehr gute Sparings haben gegen die besten Kämpfer der Welt. Dagestaner, Tschetschenen, Amerikaner. Und da werde ich viele Runden sammeln und versuchen, für alle den Titel nach Deutschland zu holen. Ja? WBC, Leute. Das gibt's, glaube ich, hat's. Wann hat es das letzte Mal WBC-Weltmeisterschaft gegeben? Dass einer um die WBC-Weltmeisterschaft boxt? In Deutschland? In Deutschland, ja. Über der verstorben ist. Wir haben hier gemacht. Peter Letalberg, glaube ich, war das. Oder Sebastian Spick. Aber ich kann dir das Datum nicht genau sagen. Die Schwergewicht oder? Nee, ich bin nicht schwergewicht. Der verstorben ist, Markus Bayer, der war der Einzige. Nee. Wann war der da? Vitali Teibert war. 80er Jahre. Nee. Bei Universum. Ich kenne den nicht. Nie gehört. Vitali Teibert? Nein. Vitali Teibert, natürlich. Also, was viele nicht wissen, der schwerste Kampf, ein Kämpfer, ist nicht in den Ring gehen und das zu Ende machen, sondern dass der Kampf eines Kämpfers oder Boxers ist immer die Vorbereitung. Man hat eine lange Vorbereitung, 6, 8, 10, 12 Wochen Trainingsphase, Verletzung, Kurierung, harte Quälerei. Und dann kommt zum Schluss ein kurzer Auftritt im Ring und das ist dann der Kampf, nur das I-Pünktchen auf diesen großen Berg, wo viele Tränen und Schweiß geflossen worden ist vorher. Das wollte ich euch auch sagen. Also für mich eigentlich super gelaufen. Und er ist schön locker reinkommen und nicht so überhastet, wollte nicht weghauen, schön locker mit gerade Hände und nicht so voll Volley. Das dann halt in der zweiten Runde, die zum Körper, die tut schon richtig weh vom Sinn hat. Aber ich finde, er ist schön locker reingegangen. Er war nicht verkrampft, das ist ganz wichtig. Ist das Wichtigste überhaupt. Richtig. So, Senat, was steht bei dir jetzt nach so einem Kampf an? Schlusswort, kurz umziehen. Und ich bin froh, danke, dass du da warst, Alter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es geht weiter.